Kulinarisches aus der Westlausitz. Die Hoyerswerda-Genossenschaft Lebensräume lädt ein am 29. Oktober zur Herbsttour 2014. Einer Busfahrt nach Radeberg mit Führung durch die Radeberger Fleisch- und Wurstwaren GmbH, mit Mittagessen in Pulsnitz und dem Besuch bei Jägermeister in Kamenz mit Verkostung und Kaffeetrinken. Steigen Sie ein, noch sind Plätze frei. Karten gibt's im Empfang im Geschäftsgebäude in der Niederkirchner Straße in Hoyerswerda. Die Herbsttour mit Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Daheim statt im Heim ist unser Motto. Denn Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Ich begrüße Sie zu Ihrer Drehscheibe am Dienstag, dem 14. Oktober. Der Ebola-Patient im Leipziger St. Georg-Klinikum ist in der Nacht verstorben. Tim Schädlich mit den Einzelheiten. Ja, Anja, gegen 21 Uhr ist Mohammed A. hier auf der Isolierstation des Klinikums St. Georg verstorben. Der Sudanese wurde ja bereits letzten Donnerstag aus Liberia nach Leipzig gebracht und bereits bei seiner Ankunft war sein Zustand kritisch. Er wurde dann rund um die Uhr betreut. Zwischenzeitlich hieß es, der Patient ist stabil. Es soll auch ein experimentelles Medikament eingesetzt worden sein, aber offensichtlich blieb der Erfolg aus. Am Montagabend fiel Mohammed A. ins Koma und heute Morgen erreichte uns dann diese traurige Nachricht. Trotz intensivmedizinischer Maßnahmen und höchsten Anstrengungen des Personals erlag der 56-Jährige seiner Infektionskrankheit, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums St. Georg. Und am Nachmittag erreichte uns noch dieses Statement von Professor Bernhard Ruf. Der Patient, der seit einigen Tagen im Klinikum St. Georg wegen einer schweren Ebola-Erkrankung behandelt wurde, ist leider gestern Abend verstorben. Alle krankenhaushygienischen Maßnahmen, die wir zum Schutz des medizinischen Personals und der Umgebung gemacht haben, wurden nach dem höchsten Standard durchgeführt, sodass keine Gefahr für andere bestand. Und wir haben auch alle klinischen Materialien, die mit dem Ebola-Virus kontaminiert waren, nach den höchsten Sicherheitsstandards sicher entsorgt. Soweit Professor Ruf. Inzwischen erreichen uns Fragen, was mit dem Leichnam des UN-Mitarbeiters passiert. Das Gesundheitsamt hat uns mittlerweile bestätigt, dass der Tote eingeäschert werden muss, egal ob er Moslem war oder nicht. Das sind die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts, um die Bevölkerung zu schützen. Und auch das Klinikum St. Georg hat uns erneut bestätigt, dass zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung bestand oder besteht. Soweit die ersten Erkenntnisse und damit zurück zur Drehscheibe. Voraussichtlich erst im Herbst 2016 soll das künftige Konrad-Zuse-Computermuseum an der Bonhoeffer Straße eröffnet werden. Um Heizkosten zu sparen, geht die Baustelle erst einmal in die Winterpause. Im Frühjahr werden dann die sechsmonatigen Arbeiten fortgesetzt. Ab September soll dann die Einrichtung der Ausstellungsräume erfolgen. Und dann ist noch einmal ein Jahr angesetzt. Vor gut einem Jahr wurde offiziell der Umbau der ehemaligen Ladenzeile im Hochhaus gestartet. Mittlerweile sind mehr als 1 Million Euro verbaut worden. Das komplette Geschoss wurde entkernt und mit einer optisch ansprechenden Glasfassade versehen. Derzeit laufen noch Betonsanierungsarbeiten, denn der soll später komplett sichtbar sein. Danach kehrt auf der Baustelle erst einmal Ruhe ein. Na, es laufen jetzt die Ausschreibungen für diese Leistung auf alle Fälle. Das soll also noch in diesem Jahr vergeben werden. Und es laufen natürlich auch die Vorbereitungen für den Part Gestaltung des Museums. Zurzeit sind wir hier dabei, einen Gestaltungsbeirat zu bilden, uns profilierte Leute zu suchen, die daran mitwirken können, um letztendlich auch einem Wissen oder dem wissenschaftlichen Anspruch an einem Museum
Rechnung zu tragen. So wie sich die Räumlichkeiten jetzt zeigen, sollen sie auch als Museum bleiben. Offen und großzügig, denn lediglich die statisch wichtigen Wände und Träger wurden erhalten. Nun gilt es, die Ausstellungsstücke entsprechend auszusuchen, um sie hier zu präsentieren. Naja, wir reden jetzt über Inhalte, die, ich sag mal, ja, historisch gesehen so alt noch nicht sind. Also den historischen Teil aufzuarbeiten, aber natürlich auch noch so viel Raum zu lassen für den Ausblick in die Zukunft, weil das ja nun eine Branche ist, die Computertechnik, die mittlerweile in jeden Lebensbereich eingreift, damit natürlich auch ganz viel Impulse gibt für nicht nur für die Dauerausstellung, sondern eben auch für Sonderausstellungen. Da gibt es ja auch einen extra Raum, der dann dafür vorgesehen ist. Und letztendlich das dann wiederum auf die 1300 Quadratmeter zu komprimieren. Also so ganz einfach ist das bei den großen Maschinen, die ja die Gründerzeit im Wesentlichen hervorgebracht hat, also die Gründerzeit des Computers, nehmen schon doch eine Menge Raum ein. Der Hochhausgiebel in Richtung Altstadt soll wie geplant ein Hingucker und Werbeträger werden. Also wir haben auch da noch keine fertigen Pläne. Wir werden dort, haben uns dort jetzt erstmal so weit verständigt, dass es einen festen Schriftzug gibt, der noch zu gestalten ist und auf dieses Museum, auf dieses ZCOM hinweist. Und es wird dann eine entsprechende Projektionsfläche geben. Die Fassade gibt das ja her, der Giebel gibt das her, wir haben keine Fenster darin. Aber über Größe und Beschaffenheit möchte ich mich da heute noch sehr zurückhalten. Das ist alles noch in Arbeit. Bis zum Abschluss der Arbeiten wird es noch fast 2 Jahre dauern. 3,8 Millionen Euro sind von der Wohnungsgesellschaft dafür geplant. Hallo Handballfreunde aus der Mitte der Lausitz. An diesem Samstag zählt der LHV Hoyerswerda wieder auf eure Unterstützung beim nächsten Heimspiel in der Sachsenliga. Zu Gast in der Sporthalle des beruflichen Schulzentrums ist der HSV Lok Pirna Dresden 2. Anwurf ist 17 Uhr. Der Lausitzer Handballverein Hoyerswerda wird freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH. Wir machen das. Hier kommt eine Bank, die jeder versteht. Da fließt das Geld in die heimische Wirtschaft. Die kommen von hier. Da kennt man sich eben. Keine unkalkulierbaren Risiken. Deswegen wissen die auch, was wir hier brauchen. Roma ist da fertig, ihre Bank. Aber die heißen doch gar nicht Bank. Sparkasse. Der Unterschied beginnt beim Namen. In Sachsen suchen im Moment 40 Hochtechnologieunternehmen nach Investoren. Von einem Bedarf in Höhe von 140 Millionen Euro sieht Start-up und Wachstums- bzw. Risikokapital war heute beim Kongress Innovationswerkstatt Kapital 2014 die Rede gewesen. Laut dem Veranstalter müssen ostdeutsche Unternehmen mehr tun, um internationale und nationale Investoren zu gewinnen. Der Kongress findet auch noch morgen in Dresden statt und wird vom Verein Hightech Startbahn-Netzwerk organisiert. Mehr Nachrichten jetzt. Das Taxifahren im Landkreis Bautzen wird teurer. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Montagabend der angekündigten Tariferhöhung erwartungsgemäß zugestimmt. Demnach steigt die Grundgebühr von jetzt 2,30 Euro auf 3,50 Euro. Zudem werden die Kilometerkosten werktags von 1,40 Euro auf 1,80 Euro erhöht. Nacht- und Sonntagsfahrten werden mit 2 Euro statt bisher 1,50 Euro pro Kilometer berechnet. Die neuen Preise gelten ab dem 1. Dezember.
Das Warda-Lessing-Gymnasium ist am Dienstagnachmittag die neue Zweifeld-Sporthalle feierlich eingeweiht worden. Mit der Inbetriebnahme seien nun auch die Umbau- und Erweiterungsbauten am Schulstandort in der Pestalozzi-Straße komplett abgeschlossen. In den Turnhallenneubau wurden 2,3 Millionen Euro investiert. Am Donnerstagnachmittag bietet die Schule übrigens für Interessierte Besichtigungsrundgänge durch die Sporthalle, die Gebäude sowie das Außengelände an. Die Möglichkeit dazu besteht in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Anlässlich der Woche der Sucht- und Drogenprävention konnte am Dienstag im Jugendclubhaus Ossi ein Mitmachparcours absolviert werden. An 5 Stationen wurde über Alkohol- und Nikotinsucht, aber auch Medien und deren Gefahren aufgeklärt. 90 Minuten lang gab es Wissenswertes jugendgemäß verpackt, ein Konzept, das auch in diesem Jahr wieder gut ankam. Zur aktuellen Diskussion um das Bürgerzentrum in der Hoyerswerder Altstadt meldet sich nun auch der Verein Braugasse zu Wort. Er fordert Stadträte und Verwaltung auf, die Sanierung des Gebäudes so schnell wie möglich weiterzuführen. Der Bau dürfe nicht stillstehen, weil der damit verbundene Zeitverzug die Kosten weiter erhöht. Und das sei nicht in unser aller Sinn, erklärt die Vorsitzende Inge Ilin. Mit großer Sorge verfolge man die Debatte und sehe das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder gefährdet. An diesem Samstag lädt der Verein der Zoofreunde wieder zum traditionellen Herbstputz ein. Den gewünschten fleißigen Händen stellt der Verein wieder einen Imbiss zur Verfügung und ermöglicht so manchen Blick hinter die Kulissen der Einrichtung. Schwerpunkt der Arbeiten soll übrigens der Wegebau sein. Treff ist wie immer um 9 Uhr an der Zookasse. Der Hoyerswerder Sportclub bietet einen Kurs zur Selbstverteidigung an. Darin wird in Einzel- und Partnerübung vermittelt, wie man effektiv auf Angriffe reagieren kann. Dabei wird die waffenlose Selbstverteidigung sowie die Abwehr von Waffen erklärt. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es telefonisch unter 03571 für Hoyerswerder 60 79 825. In einigen Teilen Europas hat sich bereits der Winter eingestellt. Sowohl das nördliche Skandinavien als auch Nordfinnland sowie Nordwest- und Nordrussland sind bereits im Frostmodus. Und die gute Nachricht für uns, wir sind noch ganz weit davon entfernt. Auch in den kommenden Tagen bleibt es mild. Genaueres gleich noch. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem aktuellen Gesundheitsreport der Barmer GEK Sachsen. Immer mehr Sachsen sind krank. Im Durchschnitt fehlt jeder Arbeitnehmer im Jahr 18,5 Tage und ein großer Teil der Betroffenen leidet unter Depressionen. Deswegen ist jetzt der Landesgeschäftsführer der Barmer, Paul Friedrich Lohse, zugeschaltet. Guten Abend, Herr Lohse. Schönen guten Abend, Frau Herrmann. Wie viele Sachsen sind denn betroffen? Eine ganz einfache Faustregel will ich Ihnen sagen, 30, 6, 1. 30% aller Erwerbstätigen erkranken einmal im Jahr an einer psychischen Erkrankung. Das muss nicht zwingend nur die Depression sein, es gibt auch andere. 6% sind arbeitsunfähig und 1% der Erkrankten muss sogar in stationäre Behandlung, muss also ins Krankenhaus. Welche Berufsfelder trifft das denn? Kann man da unterscheiden? Leidet zum Beispiel ein Maurer eher an Depressionen als eine Krankenschwester? In der Tat gibt es Unterschiede zu den einzelnen Erkrankungen. Mitarbeiter, Beschäftigte, die praktisch draußen arbeiten, der gerade von Ihnen genannte Maurer, ein Landschaftsgärtner, die haben andere Erkrankungen. Psychische Erkrankungen, die treffen wir mehr bei klassischen Büroberufen oder auch gerade bei sozialen Berufen. Und hier sind insbesondere soziale Dienste, aber auch seelsorgerische Berufe zu nennen. Sie sprechen jetzt selbst von alarmierenden Zahlen. Warum denn gerade bei den psychischen Erkrankungen? Also wenn ein Beschäftigter, ein Arbeitnehmer ausfällt, dann hinterlässt er ja durch seine Krankheit eine Lücke im Betrieb, im Unternehmen. Wenn jemand wegen psychischer Erkrankungen ausfällt, dann kann der Arbeitgeber sich darauf einstellen, dass er besonders lange ausfällt.
Das ist ein großer Unterschied im Vergleich zum Beispiel zu Erkältungskrankheiten. Und deshalb freuen wir uns, dass auch wachsend Betriebe sich im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements dem Aufgabenfeld psychische Erkrankungen widmen. Genau darauf wollen wir noch kurz eingehen. Wie kann man diesem Problem denn begegnen? Das Wichtigste ist, dass ich weiß, woran kann ich überhaupt eine psychische Erkrankung erkennen? Eine Depression, eine Suchtabhängigkeit, wobei das zum Beispiel bei Medikamenten ausgesprochen schwierig ist, dies zu eruieren. Unser Tipp wäre, es sollte weniger der Vorgesetzte eruieren, sondern am besten bringt man es in die Stufe der Kollegialität. Also eine besonders geachtete Persönlichkeit, weiblich oder männlich, spielt nachrangig nur eine Rolle, sollte genannt werden, dass ich mich hier einfach an jemanden wenden kann, aus dem Kollegenkreis, für den Betrieb. Sie sprechen im Gesundheitsreport gerade eben auch die Führungskräfte an. Die sollen mehr für das Thema sensibilisiert werden. Aber sind die denn wirklich der richtige Ansprechpartner? Denn der Chef will ja eigentlich, dass die Mitarbeiter nicht krankgeschrieben werden, oder? Ja, sicher. Ein Betrieb hat ein vitales Interesse daran, dass alle on board sind, nicht ausfallen wegen Krankheit. Aber da kann man helfen. Wir haben eine gute Unterstützung, zum Beispiel durch die Stiftung Deutsche Depressionshilfe hier bei uns in Sachsen und zusätzlich diese Broschüre für Führungskräfte, dass sie überhaupt wissen, was mache ich denn, wenn ich hier eine mutmaßliche Auffälligkeit habe oder was mache ich, damit eine solche Auffälligkeit bei mir idealerweise niemals auftritt. Herr Lohse, vielen Dank für die Informationen. Die Apotheke am Jahnstadion in der Hermannstraße in Hoyerswerda lädt in dieser Woche zur Gesundheits- und Schönheitswoche ein. Von 9 bis 17 Uhr werden dabei täglich Messungen zum Beispiel des Blutdrucks oder Blutzuckers angeboten. Nur am Mittwoch gibt es eine Sauerstoffprobeinhalation für Interessierte. Mädchen und Jungen bekommen auch am Mittwoch auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda Infos rund um die Märchenküche. Los geht's 14 Uhr. Der Hoyerswerda Spätleseverein veranstaltet am Mittwoch in der Bräunerbar in der Kuriestraße einen Bastelnachmittag. Er beginnt um 14 Uhr. Das Cinemotion Hoyerswerda zeigt am Mittwoch neben den Filmen des regulären Programms in der Reihe Kino für Kenner um 17 Uhr die Komödie Aja Fjallo Jökull. Und um 19.45 Uhr in einer Vorpremiere den Actionstreifen Teenage Mutant Ninja Turtle. Die Schriftstellerin Ines Geipel liest am Mittwoch im Hoyerswerda Schloss aus ihrem Buch Generation Mauer ein Porträt, beginnt 19 Uhr. Und über die Zucht von Schleierkampffischen wird am Mittwoch in einem Vortrag in der Bräunerbahn Hoyerswerda ab 19.30 Uhr informiert. Der Verein der Aquarienfreunde lädt dazu seine Mitglieder und Interessierte ein. Nachts wechselnd bewölkt und örtlich kurze Schauer möglich, Tiefstwerte 10 bis 7 Grad. Am Mittwoch zunächst noch Auflockerungen, im Verlauf überall meist stark bewölkt und vermehrt schauerartiger Regen bei 15 bis 18 Grad. Das war die Drehscheibe für Dienstag. Morgen begrüßt Sie hier mein Kollege Christian Kaiser. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis morgen.